Guten Hu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 19 Karriere mit Dynamo Dresden. So, dann gucken wir mal, wie es jetzt läuft. Im Endeffekt könnte die EM vielleicht sogar diese Karriere retten. Wir gucken uns mal an, ob ich Spaß habe. Wenn nicht, ja, dann halt nicht. Jetzt war ein bisschen schade, weil wir sind recht weit gekommen mit Dynamo und auch mit den Jugendspielern und so. Aber wenn es keinen Spaß macht, dann habe ich auch nicht wirklich Lust, da weiterzumachen. Und die letzten Spiele hat es definitiv keinen Spaß gemacht. Na klar, dieses Klein-Klein und man kommt wieder nicht an den Ball. Ey, guck dir das an. Ja, na klar. Na sicher doch. Ja, das war so klar, das war so klar. Meine Fresse, ey. EA Sports macht das doch noch offensichtlicher. So, einen Schluck Beruhigungskaffee nehmen und dann. Er ging weit vorbei. Ach ja, ist schön, wenn meine zwar dran stehen, aber nichts machen. Oh, der hat Geld gekriegt. Das ist ungünstig. Ja, na sicher. Auch das ist klar. Guck dir mal, wie frei der steht. Natürlich, ey, Mann, Mann, Mann. Da ist keiner bei den Gegenspielern. Ich frage mich, wie man das einstellt, dass die genauso eng decken wie der Gegner. Guck, ja, sicher. Hey.
Natürlich kriegt er den Ball. Und jawohl, natürlich macht er den Ausgleich. Ey, Mann, das ist nicht wahr. Natürlich holt er den noch vor der Linie, richtig. Meine Fresse, ey. Und dann soll noch mal einer sagen, FIFA wäre gegen den Computer fair. Logisch, dass er den natürlich nicht mehr ins Feld bekommen hat. War ja auch nicht der Gegner. Mann, 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 ey. Das darfst du keinem erzählen. Guck dir das an. Die sind klein, klein. Es kommt keiner an den Ball von meinen. Keine Chance. So, bleiben mir eigentlich nur zwei Sachen. Entweder aufhören oder Schwierigkeit runtersetzen. Ansonsten. Ich finde bemerkenswert, der kann aus vollem Lauf sofort stoppen. Jetzt sind alle Zauberer hier, Magier. Da werden mal physikalische Gesetze von EA Sports außer Kraft gesetzt. Biologische Begebenheiten, die irgendwelche Sachen ja völlig unmöglich machen, werden hier möglich gemacht. Alle Supermänner. Ja, natürlich, und dann kommt so ein Pass. Ey, das ist doch einfach nur zum Kotzen. Mann, 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 ey. Natürlich. Und wer war wieder als erstes am Ball? Der Gegner. Der kommt wieder nicht am Gegner vorbei. Mein Spieler. Mann, Mann, Mann. Dass die das immer noch nicht begriffen haben, dass das halten ist. Taktisches Foul. Gelbwürdig. Nur mal so für die Regelkunde. Für die scheint ja bei EA Sports keiner zuständig zu sein. Ja, und dann natürlich so ein Schuss. Mann, 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 ey. Guck dir das an. Also ich habe nun schon, um das nochmal alles klarzustellen, ne? Ich habe die Geschwindigkeit und die Beschleunigung meiner Spieler von diesen normalen 50 bei.
bei diesen Schiebereglern, ne? Habe ich auf 65 erhöht. Das heißt also, die haben eigentlich einen Geschwindigkeitsvorteil von 15, meine Spieler. Ist nur seltsam, dass man das auf dem Platz überhaupt nicht sieht. Nicht ein bisschen. Ist doch sehr, sehr merkwürdig. Wozu hat man denn hier Attribute, wenn sie völlig sinnlos sind? Wenn es nach allen geht, aber nur nicht nach Attributen. Übrigens, ich habe drei Stürmer. Nur mal so als Tipp. Wäre schön, wenn man so sieht. Natürlich kommt meiner nicht hin. Hätte mich auch gewundert. Na klar, kommt immer noch einer. Ja, wir wissen natürlich, ne? Schottland, mehrfacher Weltmeister. Nur Weltklasse-Spieler in den Reihen. Mann, 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 ist das alles bescheuert. Also da fragt man sich echt, was sich die Programmierer bei EA Sports dabei gedacht haben, beziehungsweise denken, erfordert ein wichtiges anatomisches Teil. Und wenn ich mir so angucke, was die hier für Dummheiten praktiziert haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass da viel von vorhanden ist. Also momentan lädt auch diese Spielform nicht wirklich dazu ein, diese Karriere fortzusetzen. Es ist einfach nur noch Schrott. Es wird mit jedem Mal schlimmer. Mit jedem Update wird es immer schlimmer. Ja, na sicher doch. Klar, aus der Position und aus der Entfernung an die Ey, das gibt's doch nicht. Und dann soll mir nochmal einer erzählen, dass das nicht von EA Sports so gewollt ist. Natürlich. Und dann komischerweise keiner da und genau der nicht da ist, der kommt an den Ball. Der kann sich dazwischen werfen, der kann den Ball abblocken. Herzlichen Glückwunsch. Fantasy Fußball à la EA Sports. Mann, 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 ey. Na klar. Und jawohl, kommt natürlich keiner von mir an den Nachschuss. Hätte mich ja auch gewundert. Und wie das haben wir jetzt wieder? Genau, auf den Torhüter. Der braucht sich nicht mal bewegen. Der braucht nur die Fäuste hochnehmen. Das sind doch alles Anzeichen dafür, dass EA Sports einfach nur eine große Macke hat.
Ja, natürlich, ey, meine Fresse. Oh, klasse. Hatte den Ball gerade gar nicht am Fuß und kann den trotzdem links vorbeilegen. Also, wie er das gemacht hat, das wird wohl sein Sahnegeheimnis Geheimnis bleiben. Ja, natürlich. Und wieder genau auf den Torhüter. Und jawohl, Kopfballduell schaffen wir natürlich auch nicht. Und jawohl, es ist wieder einer dazwischen. Mein Gott. Und wieder genau auf den Teuter. Ja, ey, das ist doch voll. Ey, nee, Leute. Was soll ich denn noch alles hochstellen, damit das einfach mal ein realistisches Spielerlebnis wird? Natürlich. Ey, das ist so zum Kotzen. So viel Chancen und EA Sports reicht dir jedes Mal den Mittelfinger. Bisher ging jeder Schuss, der in dem Spiel von mir kam, immer auf den Torhüter. Also ich glaube, der brauchte sich nicht einmal strecken oder so. Jetzt muss er sich mal bewegen. Aber auch da ist er immer vor mir einmal. Immer. Und wieder brauchte er nur umfallen wie eine Bahnschranke. Nichts mit groß bewegen. Ja, natürlich gewinnt dann noch Paulsen noch das Kopfballduell. Ja, na sicher, ey, das ist ja nicht wahr, Leute. Und wieder direkt auf den Torhüter. Direkt auf den Torhüter. Das gibt's doch ja nicht. Wie kann man in ein Spiel so viel Grütze verbauen? Klar, jetzt durch den Spieler durch. Super. Guck dir mal, wie die den Ball annehmen. Der klebt am Fuß. Hier springt er mir 2 Meter weg. Ja, sicher doch. Sicher doch. Na sicher.
Und dann natürlich vorbei, richtig, ne? Wäre ja Quatsch, wenn wir vielleicht auch mal ein Tor aufmachen. Aber warum? Mann, Mann, Mann. Also ich glaube, ich werde den Schieberegler für den Torhüter mal ein bisschen runtersetzen. Und vielleicht das für ein Passspiel. Ist zwar schade, dass man sowas immer machen muss, aber anders lässt ihm ja EA Sports keine Chance. Natürlich ist wieder einer vorher dran. Ja, natürlich, ey, Mann, oh Mann. Ja, klar. Ja, na, sicher doch. Mann, ist das bescheuert, ey, echt. Und da soll man dann keinen Hass auf EA Sports kriegen. Ja klar, und sowas wird gepfiffen. Herzlichen Glückwunsch. Und pass auf, jetzt machen die garantierte Tor damit. Ja, ich habe übrigens die Geschwindigkeit meiner Spieler hochgesetzt, ne? Nur um mit mal nochmal zu sagen. Ja, abseits. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie viele Schüsse kamen. So. Schön, mitten in der EM. Herzlichen Glückwunsch. EA Sports, ihr seid die Besten. Ihr seid die Größten. Allerdings nur in der Kategorie Idioten. Naja. So, gegen Schottland nichts. Gegen Dänemark nichts. Nein, dann wird es ja gegen Italien schön ausufern. Wir gucken uns dann in der nächsten Folge an. Bis dann, euer Hightower.